Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute geht es darum, wie ihr am besten Silber farmen könnt. Da gibt es zwei Möglichkeiten im Spiel, wie ihr am besten Silber farmen könnt. Bei der einen Möglichkeit geht ein heftiges Shoutout raus an den Twitch-Chat, der mir da einen Wink gegeben hat, weil da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Die ist auch meiner Meinung nach besser als die andere. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass mit den Manufakturen, die jedes Mal über 1000 Silber kosten und hier auf Level 7 sogar 10.000, richtig, richtig viel Silber benötigt wird. Und deswegen denke ich, ist schon ganz wichtig zu wissen, was die besten Möglichkeiten sind, um Silber zu farmen. Als allererstes muss ich direkt mal sagen, ihr bekommt signifikant mehr Silber, wenn ihr in der Gruppe spielt. Bedeutet, wenn ihr Kollegen habt, mit denen ihr zusammen spielen könnt, oder sogar auf unseren Discord kommt und dort euch absprecht mit den Leuten, könnt ihr zu dritt viel mehr viel mehr Silber farmen als alleine. Das könnt ihr euch schon mal grundsätzlich merken. Multiplayer gibt mehr Silber und ihr kriegt auch Silber durch die Dinge, die ein anderer tut. Da komme ich aber gleich drauf zurück. Eine Möglichkeit, das wird wahrscheinlich die geläufigste sein, sind die Kopfgelder. Hier gibt ein Kopfgeld 5, 6 und 7.000 Silber plus das Silber, was ihr bekommt, wenn ihr die Gegner, die dort rumschippern, killt und noch die Silbertruhe. Also insgesamt würde ich sagen, kriegt man hier um die 18.000 bis 20.000 Silber, wenn man alle drei macht. In einer Dreiergruppe kriegt ihr das richtig schnell hin, ungefähr in 10 Minuten. Wenn ihr alleine Solo spielt, würde ich euch raten, immer nur Fangzähne der Fahrer und Jäger und Gejagte zu machen, weil die relativ easy alleine sind. Im Blutrausch ist alleine zu schwer, weil der zu wenig Schwachstellen hat und zu viel Leben hat. Deswegen, wenn ihr Solo spielt, macht nur die beiden und sammelt so jeweils immer wieder 10.000 Silber. Schafft ihr in 10 Minuten beides einmal durch. Da würde ich sagen, schafft ihr in einer Stunde irgendwas zwischen 50 und 100.000 Silber. Wenn ihr zu dritt seid, könnt ihr auch Blutrausch noch mitnehmen und das Silber auch noch mitnehmen. Das Coole ist, wenn ihr zu dritt seid, könnt ihr am Ende, wenn ihr alle drei Kopfgelder gemacht habt, euch aufteilen, dass jeder von euch einen Kopf abgibt. Dann läuft einer vielleicht nach Tenina und gibt dort die Fahrer ab. Einer geht zur königlichen Quatsch, zu Gurenda und gibt da was ab. Und so kriegt ihr alle dann das Silber, ohne dass du alleine alles abfarmen musst. Das ist schon ganz cool in der Gruppe. Und jetzt kommen wir zum kleinen Geheimtipp, den ich so auch nicht wusste. Und zwar könnt ihr im Ruderclub bei dem Auftragsregister ja Aufträge annehmen. Diese Aufträge sind ja gerade bevor ihr die Manufakturen habt wichtig, weil ihr so die Möglichkeit habt, an Achtermünzen zu kommen. Was ihr aber auch habt, ist, dass wenn ihr diese Aufträge hier annehmt, seht ihr, eine kleine Flotte der Bastölpel Scharfschützen wird dich verfolgen. Und umso mehr Aufgaben ihr hier annehmt, umso mehr dieser Gegner kommen. Und genau diese Gegner wollen wir haben. Vor allen Dingen auch wieder im Multiplayer, weil wenn jeder von euch diese Aufgaben annimmt, kommen immer, immer mehr Gegner dazu und diese Gegner geben unfassbar viel Silber. Erstmal gibt jeder Gegner davon eine Silbertruhe, wo immer so ungefähr 600 bis 700 Silber drin ist und der Gegner an sich gibt nochmal Silber. Hier haben wir die ersten gefunden. Ihr seht schon, fünf Leute sind hier. Wenn wir die killen, gibt das schon mal richtig, richtig krass viel. Der ist sogar schon fast tot. So, der ist weg. Gibt natürlich auch übel viel Ruhm für euch. Darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und wie ihr schon seht, allein ist das wirklich nicht so einfach. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, hier so gut es geht, den Multiplayer zu machen. Aber wenn wir jetzt hier Silbertruhe eingesammelt, können wir gleich mal reingucken. So eine Silbertruhe gibt halt richtig, richtig viel. Der ist auch down. Und es gibt halt übel viel Ruhm, wo ihr dann auch nochmal später eine Kiste bekommt, wo dann eine gute Waffe drin ist, die ihr dann auch wieder verkaufen könnt. Aber ja, so könnt ihr halt hier diese Gegner besiegen. Am besten in der Nähe von Sand an. Falls ihr mal sterben solltet, dass ihr auch wieder direkt am Start seid. Ich mach den jetzt hier nochmal eben down. Zack. Plündern und wieder eine Silbertruhe. Den können wir auch noch. Und nochmal 100 Silber. Also ihr seht, wie schnell ich die eigentlich hier wegkille und wie viel. Also jetzt schon drei Truhen bekommen.
Und natürlich den Ruhm. Und wenn ihr das jetzt zu dritt macht, stellt euch vor, jeder von euch killt diese Gegner. Ihr sammelt so viele Truhen ein. Ich kann vielleicht mal gerade einen, Clip einblenden heute aus dem Stream. Ich hatte über 25 dieser Silbertruhen, da ist schon die nächste, nach 10 Minuten Fighten oder so ungefähr. Also richtig, richtig krass. 28 Silbertruhen. Kann man die nicht alle auf einmal aufmachen? Wie das reinboostet. Wenn er die entert, ist natürlich nochmal ein Stückchen besser. Ist aber nicht ganz so einfach bei den Gegnern. Da ist der nächste down. Und ja, so könnt ihr unendlich viel Silberfarben in wirklich kürzester Zeit schon wieder in Silbertruhe. Wir können die gleich auch mal aufmachen, damit ihr genau seht, wie viel Silber da drin ist. Ich kill den jetzt hier nochmal eben. Und das könnt ihr halt super nebenbei machen, ne? Diese Kopfgelder, da müsst ihr halt schnell reisen und auf Krampf einen besiegen und immer wieder diese Mission annehmen und das irgendwo abgeben. Das hier ist einfach rausfahren, Gegner beseitigen und fertig. Das ist irgendwie ein No-Brainer. Und es gibt übel viel Ruhm. Schon wieder 170 auf Level 11. Und wieder eine Silbertruhe. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eben nach Hause, nach Sand an. Und dann gucken wir mal, wie viele Silbertruhen ich habe. Also, bekommen habe ich 2 Saphire, 4 Granat. Die geben auch nochmal jeweils 50. Und dann 5 mal Silbertruhe. 650. 550. 530, 670 und 700 Silber. Also habe ich wirklich in kürzester Zeit 3.000, 4.000 Silber gemacht. Und dann stellt euch vor, ihr macht das zu dritt und zieht das mal eine halbe Stunde lang durch. Das boostet richtig, richtig doll rein. Und so könnt ihr meiner Meinung nach am schnellsten und am meisten Silber farmen. Kopfgelder, wenn ihr keine Lust habt auf diese starken Gegner. Oder diese starken Gegner, wenn ihr diese Ruder-Mission hier annehmt, um nochmal zusätzliche Achterstücke zu bekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen, um das Silberproblem ein wenig in den Griff zu bekommen. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich war heute am Anfang des Streams bei 0 Silber, bin jetzt bei 120.000 und alle meine Manufakturen sind aktuell am Laufen auf Hochtouren. Die kann ich sogar gleich alle abholen. Also, für mich ein sehr guter Tipp gewesen, gerade das mit den Aufgaben für den Ruderclub. Und ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr vielleicht aktuell Silber farmt. Habt ihr vielleicht nochmal so einen kleinen Geheimtipp, der noch mehr Silber gibt? Ich weiß, es gibt ja auch Leute, die gehen gerne plündern, besiegen einfach so irgendwelche Gegner auf dem Wasser. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr da noch irgendeinen coolen Geheimtipp habt. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, selber ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.